Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Ja, beim letzten Mal habe ich Würsinkohl, glaube ich, vergessen. Also nochmal nachträglich Würsinkohl für den letzten Part. Ja, wir haben Odin zuletzt besiegt. Zum Glück endlich. Und ich habe ihn irgendwie stärker erwartet. So viel habe ich auch nicht gelevelt. Ich habe halt wirklich nur das gemacht, was man machen musste. Gut, der Dragoon war sehr hoch. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass der Dragoon so extrem austeilt dann. Aber mit der besten Waffe für ihn ist es auch kein Wunder. Ja, wir peilen dann den nächsten Boss auch schon an. Aber dazu brauchen wir das andere Luftschiff wieder. So. Wisst ihr, und das Tollste ist, wir müssen auch wieder zurück zu dieser bescheuerten Anfangsinsel. Das heißt, wieder mit der langsamen Karre dahin tuckeln hier. Immer das Gleiche. Ach so, ich habe was vergessen. Das muss ich jetzt kurz mal noch mal mit reinmachen. Speichern. So, das hatte ich beinahe vergessen gehabt. Normalerweise mache ich das immer, nachdem ich den Part beendet habe, aber das habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich den hier gleich im Anschluss aufnehme. Ich habe halt Bock, jetzt die Bosse zu klatschen. Das ganze Level ging mir so auf den Sack. Und ich glaube gar nicht, wie befreiend es dann ist, dann fertig zu sein und endlich mal weitermachen zu können. Das ist wirklich. Also bei Feinden ist es ja oft so, dass man dann für bestimmte Sachen viel leveln muss. Aber wirklich. Manchmal hat man dann auch schnell die Fresse voll. Also ich zumindest. Ich bin überhaupt nicht so. Ich habe zwar immer mein Ziel auch vor Augen und ich mache und tue, aber mir geht es so schnell auf den Piss, da irgendwie zu leveln. Mein Spiel hängt. Warum hängt mein Spiel? Hallo, hallo. So, jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht. Dieser Boss war, glaube ich, dort. Drüben irgendwo, bei diesem See. Hier, da sieht man ihn ja, das hatte ich euch ja schon gesagt, dass man ihn da sieht. Und hier kann man, glaube ich, runter. Und jetzt müssen wir mit dem Kanu dahin schwimmen. Dorsee. Kann man hier trinken? Und Kampf! Und schon kommen diese komischen Gegner weiterhin, wo der Oberste mal wieder mit dem Kopf abgeschnitten ist. Hier sieht es auch irgendwie nach Blitzschwäche aus. Erstmal nur einen kleinen Blitz mal ausprobieren. Und Angriff! Bam. Jetzt sind wir ja nicht mehr mit den OP-Klassen hier, die ich so hochgelevelt habe, unterwegs. Wird es jetzt spannend, ob wir das jetzt auch alles so gut schaffen. Aber es sieht nicht ganz so schlimm aus. So, purer Angriff hier. Weggeschnitzelt wird halt. Ouroboros oder was der Teil für einen Namen trägt. Stufe von Ron ist gestiegen. Wow, okay. Warum hat er so einen Vorsprung? Ich wollte mal gucken. 32, 21. 22, okay, nur Jimmy hängt ein bisschen hinterher. Hat der hat als einziges auch noch die Gewöhnungsphase drin. Lustig. Wundert mich auch ein bisschen. Entschuldigung, ich musste gerade kurz mal was wegdrücken hier. Oh. Die Truhe enthielt High Potion. Und High Potion. Und High Potion. Und lass mich raten, High Potion? Elixier. Jetzt hat er mich gekriegt. Und Himmelszorn. Phönix wieder. Ich hoffe, hier kommt nicht nur eine andere Treppe. Okay, ne.
Ihre Dänetrommel und Arktiswind. Cool. Das war jetzt sogar sehr ergiebig hier. Und Mr. Krabs ist am Start. Und nein, ich hasse SpongeBob. Ich hab's nie groß geguckt. Meine kleine Schwester früher schon, ich nicht. Und wenn ich es bei ihr dann doch mal gesehen habe, fand ich's grottig. Ich glaube, ich habe Opferung gemacht. Dann sollte das ja... Oh Gott. Ich kann mir das echt sparen irgendwie. Die sind nicht so stark. Ich habe auch das alles, die Bosse irgendwie stärker noch in Erinnerung. Finde ich interessant irgendwie. Stufe. Soweit ich mich erinnern mag zumindest. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die waren mal ein bisschen heftiger. Aber irgendwie sind sie es nicht mehr. Kann mich auch irren. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Seelöwe. Man musste denen auch wirklich einen Löwenkopf aufsetzen. Bam! Ins Gesicht. Ja, ich habe auch ein paar andere Klassen noch nebenbei so ein bisschen hochgestuft. Da ich ja mit ihm Dieb gemacht habe und mit ihm Dragoon, bei denen nicht so. Aber bei den beiden, damit ich euch das später besser zeigen kann. Hier kann ich ja mal kurz zeigen, hier bei Ron. Stufe 20, der Wikinger, der Evokateur, der übrigens die Erweiterung zum Beschwörer ist. Der Rotmagier nur 15 und der Zwiebelritter auf 19, aber Zwiebelritter wird halt nochmal ein Extra geben. Und hier drüben Karatega bei Refia. Dann den Geomanten, damit ich euch das auch nochmal ein bisschen zeigen kann. Den habe ich euch, glaube ich, überhaupt nicht gezeigt. Den Baden habe ich nur spaßeshalber mal noch auf 20 gehoben. Und dann halt den Weisen, da habe ich ja eh völlig verkackt. Und hier ist der Zwiebelritter auf 10. Ja, ansonsten, ja, Dragoon 83, Wildlife 49, Mönch 30, ja. Ein bisschen schade leider, dass ich da nicht mehr machen konnte. Wobei halt, wie gesagt, mich dieses ganze Berufsstufengelevel schon sehr abgenervt hatte. Aber Level nervt sowieso. Obwohl, es gibt Final Fantasy Teile, wie 8 zum Beispiel, wo ich es gar nicht so schlimm finde. Da weiß ich noch, habe ich damals mit meinem Bruder das so gemacht, dass wir uns gegenseitig auch ein bisschen gebettelt haben und dann haben wir es wirklich hingekriegt. Gleich am Anfang von Final Fantasy 8, wer es kennt, gleich im ersten Startgebiet, bevor man auch sich die erste Beschwörung holt, bis Max Level zu leveln und alle Zauber sich zu besorgen. Das geht, wenn man weiß wie. So, Opferung, hier kann ich ja mal einen Blitzger reinschmeißen noch. Ja. Oder so gut wie alle Zauber. Ich glaube nicht ganz alle, aber man. Oder man kann. Ich bin mir unsicher, ob man jetzt wirklich alle Zauber holen kann oder nicht. Aber so nahezu auf jeden Fall. Lässt sich gut machen. Oh, das hat sogar schon gereicht. Ron hat's geregelt. Und die Stufe von Jimmy steigt. Ja, hier geht's weiter. Oh, hier ist eine Treppe, da wollte ich noch nicht hin. Blitzka und so. Diesmal fängt Ron leider nicht an. Aber vielleicht jetzt noch vor mir? Ja. Also trotzdem mal eine Heilung gleich reinschmeißen, zumindest ein paar Potions mal nutzen. Könnte ich zwar auch verkaufen, aber warum? Spart man ja auch Geld hier, weil man kriegt ja recht viel, wenn ich mir überlege, 137.000 schon, ist schon ein bisschen was. Also natürlich nicht nur hier, jetzt auch wenn man den letzten Boss mit reinzieht. Wie viel normale Potions man braucht jetzt schon, um das bisschen wieder hochzuheilen. 9.999, den Schaden, den wir im letzten Part hatten, das ist glaube ich auch das Cap hier in diesem Spiel. Ab einem bestimmten Punkt kann man dieses Cap sogar brechen.
Da geht das dann bis 99.999. Blitzka. Aber das Leben, weiß ich gar nicht, ob man das hier bis 9.999 kriegt. Das ist auch Cap. Und in manchen Spielen, also in manchen Teilen, ist es auch, das Level Cap ist 99. In manchen 100, in manchen 99, total bekloppt, warum man es nicht gleich rund gemacht hat. Wahrscheinlich auch wegen dem Programmieren ist es einfacher, aber... Oh, die hätte ich dann nicht gekriegt, wäre ich jetzt nicht hochgegangen. E-Geschild, sehr schön. Platinumhammer, Bachlos-Trank und ein Krötenpanzer. Hatte ich sowas schon mal? Der kannst du nicht tragen. Der auch nicht. Der auch nicht. Und der auch nicht. Also muss ich so gucken. Krötenpanzer ordnen. Danke. Sowieso nicht so schlecht, wenn man es ordnet, wegen dem Bachhaustrank und so weiter und so fort. Der teilt Blitzschaden. 115. Der ist. Also der ist wirklich gut dann hier für diesen Boss und so weiter und so fort. Aber ich suche den tollen Krötenpanzer, der ja eigentlich hier irgendwo sein müsste. Oder ist das ein normaler Gegenstand? Reflektpanzer, Diamantpanzer, Dämonenpanzer, Dunkelrobe, Magierrobe, Flammenpanzer, Dementer. Also wird das wohl ein Item sein. Krötenpanzer. Belegt das Ziel mit einem schützenden Spruch. Okay. Also, genauere Beschreibung wäre also nicht gegangen. Obwohl ich es mir auch ein bisschen aufheben sollte für den Boss hier. Das kann ja. Kann sich sonst ganz böse nach hinten losgehen hier. Gut, vielleicht spare ich es mir jetzt auch. Ja. Gut. Jetzt gibt es keinen Blitzka mehr. Blitzka ist vorbei. Boah, die EP. Also es lohnt sich hier sogar auch ein bisschen zu leveln, wenn man Bock hat. Im Angriffsvorteil ist immer gut. Ich habe ja nur Blitz. Hier ist Blitzra. Mein Gott, ich habe das schon gesucht. Aber der kann es nur. Achso, gut, 11 Mal. Na, es geht. Sollte auch sogar vielleicht schon reichen. Refia mit ihren Katzenöhrchen. Ne? Ich finde das Outfit so lächerlich eigentlich. Das reicht leider nicht. Aber nicht schlimm. Jimmy wird es sowieso regeln. Das ist auch übrigens später nicht mehr so mit den Katzenöhrchen und so. Also wenn man da wirklich noch Berufe hat oder wie auch immer, dann sehen die schon sehr stark nach Weißmagier aus. Man kann ja mal gucken, wenn man möchte, bei Final Fantasy 14. Das ist, glaube ich, das aktuellste auch, was wo Berufe nochmal richtig stark thematisiert werden. Und da gibt es auch so eine Erweiterung dann immer mal wieder. Und da sieht der Weißmagier auch immer noch so aus wie am Anfang, im Prinzip. Ich wollte erst Magie benutzen, aber ich benutze dann doch lieber die paar Potions hier noch. Wie viel Leben Refia hat? Erstaunlich. Stufe 42 aber auch schon. Müssten aber auch langsam zum Ende hier kommen. Was haben wir hier oben? Truhen. Schwarzes Loch. Platinumhammer. Und Reflektpanzer. Und Schwarzmoschus. Da wollten sie aber ihn auch veräppeln jetzt mit dem mit der Truhe da. Blitzra. Das Blitzere aber auch nicht reicht, finde ich ein bisschen blöd. Das war jetzt sogar noch weniger Schaden als bei den Ouroboros. Tschüss. Aber die teilen gut aus. Also 300 Schaden ist schon ein bisschen was. Aber stark ist es jetzt auch nicht. Es ist höher als ich erwartet hätte. Da man ja vor allem, was ich interessant finde, ist, man kann das erst machen, wenn man die Invincible hat. Also früher geht's nicht. Früher kam man hier nicht her.
Und dann sind die Gegner aber auch nicht so, dass man hier sagt, oh, ist ein optionaler Dungeon, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Nein, es ist irgendein Billigkack. Jetzt habe ich schon wieder Einzelgeil. Das ist so einfach Macht der Gewohnheit. Ob es hier unten weitergeht? Sehen wir, wenn das Licht angeht. Haha. So, Angriff, Angriff. Das reicht so. Auf jeden Fall hätte ich dadurch erwartet, dadurch, dass man es erst wirklich so spät machen kann, dass es ein bisschen gehobener ist, vor allem als optionale Sache. Das ist auch später setzen sie es besser um. Da hat man auch das Gefühl, okay, das ist jetzt optional. Willst du das wirklich tun? Und oder ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh? Aber nein, hier gehe ich ja auch mit diesem Gefühl daran, so weil ich es ja gewöhnt bin. Und was habe ich? So ein Blödsinn. Einmal Blitzker machen wir jetzt noch, dann ist ziemlich das Thema hier auch vorbei. Für den Fall, dass ich überhaupt dazu komme. Ah, na, wahrscheinlich, weil ich ja nur... Oh Gott, jetzt... Das ist wieder Verschwendung. Und es reicht noch nicht mal. Okay. Das war jetzt umsonst. Angriff, alle Mann. Natürlich müssen die Schwächsten jetzt anfangen. Und zack, weggeschnetzelt von Jimmy. Dem Naruto. Und nochmal heilen. Das ist auch so eine blöde Angewohnheit, warum auch immer mein Controller jetzt so rumspinnt. So. Dieses Heilen immer bevor man weitergeht. Später ist es in Final Fantasy auch oft so, dass man, wenn man so in den nächsten Abschnitt kommt, dann kommt eine Cutscene und ein Boss. So ganz gerne mal. In bestimmten Situationen. Und dann ist man aufgeschmissen. Und deswegen hab ich es mir so angewöhnt dadurch, mich zu heilen nach jeder Aktion vor Bossen und so weiter und so fort. Oder wenn man das Gefühl, man kriegt auch sehr schnell das Gefühl dafür, wann ein Boss kommt. Muss man auch wirklich dazu sagen. Das Spiel macht es einem einfach, dies zu erkennen. Süße. Und wie man sieht, ich bin Leviathan. Nur die, in denen das Licht stark ist, können auf meine Hilfe hoffen. Lasst mich das Licht in euch überprüfen. Ihr Leviathan greift dich an. Ja, wir bekommen es mit Leviathan zu tun hier. Der auch eher mäßig hier aussieht. Aber okay. Den schnitzeln wir so hart wieder, dass es gar nicht mehr anders für den geht. Den erkennt dann seine Mutter nicht mal wieder. Ja, brauche ich jetzt dringend Brotes? Ach, warum nicht? Weniger Schaden ist immer gut. Aber er frisst ordentlich. Und so viel teilt er auch nicht aus. Der ist nicht viel stärker als die Mobs hier. Oh Mann, was haben sie sich dabei gedacht? Das ist ja nix. Was ist denn das für ein Boss? Den kannst du erst machen mit der Invisible. Und da bist du schon ungefähr so stark. Vielleicht ein paar Level drunter. So zwei, drei Level drunter. Aber ja gut, da hätte ich mir Brotes wirklich sparen können. Aber trotzdem, das ist doch bescheuert so. Da reicht auch Vitra jetzt. Das ist doch keine Herausforderung. Jetzt macht Twitter noch. Bäm, fast 7000 Schaden. Der ist doch gleich down. Jetzt kommt bestimmt seine Special-Attacke oder so, weil er schon so schwach ist. Ne, jetzt kommt erstmal Hass.
Oh, jetzt macht er, hat er sogar ein bisschen mehr Schaden gemacht. Da ist Blitzger und dann gibt's ein Digra, sicherheitshalber. Aber eigentlich brauchen wir es nicht, wenn ich mir das so angucke. Das ist ja nichts. Da besiegt, was sage ich? Was ist das? Also das ist jetzt wirklich lame, muss ich ehrlich zugeben. Das regt mich auch innerlich gerade tierisch auf. Das, an so eine Scheiße kann ich mich jetzt auch bei aller Freundschaft nicht erinnern. Euer Licht brennt hell, dann will ich euch zu Diensten sein. Ja, mach das mal. Ich würde dich niemals rufen, Mann, weil du so schwach bist. Oh. Das ist echt lame. So, und jetzt wird man nicht mal rausteleportiert. Ich habe es in Erinnerung eigentlich mal rausteleportiert worden zu sein hier. Aber okay, ist nicht weiter tragisch. Wir haben ja den netten Teleport hier. So, jetzt kann man auch den Dorsee hier nicht mehr betreten. Wie man sieht, da schwimmt nichts mehr rum. Mal kurz heilen kann ich mich ja im Flugzeug. Das mache ich jetzt noch einmal. Hier übernachten. Echt unglaublich, das ist fast schon eine Frechheit. Also, was das für eine Scheiße ist. Wer hat denn da falsch am falschen Baum geleckt oder so, als er das gemacht hat? Das muss doch klar sein, dass man hier so stark ist, dass das doch keine Herausforderung mehr ist. So, beben kann er noch nicht, Steiger kann er noch nicht und saugen kann er auch nicht. Dann kaufen wir die Scheiße doch einfach. Genug Kohle ist ja jetzt drin. So, und das haben wir noch nicht und das haben wir nicht. So, somit haben wir jetzt die Zauber und dann ist das Thema auch erledigt. So, Röntchen. Beben. Saugen. Und, was war das letzte? Steiger. Jetzt fehlen nur noch die Level 8 oder Stufe 8 Zauber. Sehr schön. Lernen. Aqua. Medica und Reflex. Hä? Warum kann ich Aqua? Ach, natürlich, das ist ja Leviathan. Mein Gott. Es gibt aber auch einen Zauber, der so ist. Ich fühle mich selber gerade verwirrt. Und hier fehlen jetzt auch nur noch die Level 8 Zauber. Sehr schön. Damit haben wir ein ganzes Stück schon mal verbessert. Und hier gibt es die Rom, genau. Hier sieht man es. Die Pfeile einmal. Der Waldläufer ist, glaube ich, auch mit der stärkste Damage, den man haben kann. Aber das Cap ist sowieso 9999. Und hier würde man auch noch ein Dunkelmesser kriegen, was sehr guten Schaden macht. Und dieses hier, die Drachenlanze. Und in Kombination mit Gungnir ist das schon ordentlich. Aber die Runenaxt, die braucht kein Schwein. Wer hier mit einem Wikinger rumrennt, also aus Spaß kann man es vielleicht mal machen. Aber eigentlich ist der Wikinger nicht so cool, meiner Meinung nach. So, ich glaube, gepennt hatte ich schon, aber egal. Haben wir es nochmal gemacht, juhu. Und dann geht's raus, um den Part zu beenden. Leute, leider ist der schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt hier was für einen hohlen Zahn war mit dem Leviathan. Habe ich irgendwie mehr erwartet. Naja, was soll's. Ich hoffe trotzdem, dass ihr wieder reinschaut im nächsten Part. Ihr fleißig kommentiert, mir einen Daumen hoch vielleicht da lasst und ja. In diesem Sinne, wir sind cool.